Hey und ho, bitte etwas leiser heute, ja. Hier ist der Vorbotler wieder von Minenarbeiter.de bei Wir spielen Minecraft, zweite Staffel. Und, oder zweiter Versuch, könnte man auch sagen. Spaß beiseite, ich bin hier am Ressourcenplündern, direkt in der Höhle unter meinem, ja, kleinen Bad Schönfels. Und ich habe eine Entdeckung gemacht. Und es juckt mir jetzt in den Kniescheiben. Denn ich möchte hinabklettern in die Tiefen dieses Reiches. Wow, was ist denn das hier? Das ist jetzt sehr blöde, weil dann ist mir die Kohle darunter gefallen. Die wollte ich nämlich gerade noch nehmen. Überhaupt werde ich das hier etwas aufschlagen. Also ich bin jetzt hier schon von zwei Creepern gerade angegriffen worden. Da vorne hat es irgendwie was weggesprengt. Ach, da liegt noch was. Okay. So. Gefährlich. Da die Kohle, da ist der Ausgang da hinten, ne? Bin mal in diesen Bereich vorgedrungen und mal gucken, mal da eben da unten. Aha, eine Sackgasse, gut. Bin ich erstmal beruhigt, auch von oben ist alles sicher. Alles klar, dann hole ich mir schnell die Kohle. Kohle haben wir ja gemerkt, in der letzten Folge wurde langsam knapp. Ist auch wirklich so, ich habe glaube ich nur noch jetzt ein Stück Kohle in der Kiste, weil ich mir neue Fackeln gemacht habe. Muss ja auch mal sein. Mache ich natürlich nur, damit ihr auch was seht. Denn ich bin ja der härteste aller Minecraft-Spieler und spiele eigentlich normalerweise immer im Dunkeln. Okay, das nämlich auch noch ein bisschen Erde kann man immer gebrauchen, wenn man in irgendwelche Höhlen absteigt. Ah, da war wieder dieses Geräusch. Ich werde mich da, glaube ich, nie dran gewöhnen. Okay, lassen wir es dabei. Ist dieser Bereich schon mal sicher? Lassen wir natürlich beleuchtet, damit da schon mal nichts mehr spawnt. So, was ich euch zeigen will, ist gleich Folgendes. Hoppla. Was gackert denn hier eigentlich auch? Ja, das ist ein Huhn, das weiß ich auch, aber wo ist das? Ah, ich mag es ja gar nicht, so längere Zeit so da oben hinzugucken. Und man sieht dann gar nicht mehr, ob man irgendwie vielleicht angegriffen wird, ne? Ob sich da was nähert, ne? Ein bisschen Spannung muss sein. Denn okay, draußen unser schönes Bauernhaus ist ja schon sehr fortgeschritten. Also die Wände stehen jedenfalls, sagen wir mal so. Der oben schmort noch ein wenig das Glas in unserem Ofen. Also habe ich die Zeit genutzt, bin mal hier zum Kohlesammeln runtergeklettert. Und die Kohle hat mich tatsächlich dann auch auf eine Spur geführt, die sehr interessant aussah. Sehr, sehr, sehr vielversprechend. Und zwar hier nochmal und da nochmal reinhauen. Los, hau doch mal da weg. Komm, das möchte ich mal alles mitnehmen. Ich gehe da jetzt nur mal eben kurz gleich hin zum Gucken. Irgendwo ist hier eine Spinne eingeschlossen oder was? Ich bin mir da sicher. Leute, macht keinen Ärger jetzt hier, ne? Also ich möchte jetzt hier nicht hops gehen. Ist nicht so schlimm. Ich bin hier direkt unterhalb meines Brutpunkts. Wirklich. Wenn sterben und dann jetzt und hier, ne? Ja, immer wenn man dann irgendwas zeigen will und mal los will, dann findet man noch mehr Kohle und noch mehr Kohle und noch mehr Kohle. Ist ja auch richtig so, ist ja auch schön so, ist ja auch toll so, ist ja auch fein so, ja. Mach mal ein bisschen zu jetzt hier, das ist das, warum ich auch immer gerne so Zeug einsammle, so. Habe ich da was Grünes gesehen? Nee.
Okay. Da ist noch nicht gesichert, da rechts auch noch nicht so wirklich. Aber ich laufe jetzt mal eben nochmal dahin an die Stelle, wo ich dann eben meine, irgendwas Interessantes gesehen zu haben. Das kann hier mal weg. Und zwar. Oh, hier ist auch noch mehr. Ah, ne, hier waren wir ja auch eben schon. Und zwar hier kam mir ein Creeper entgegen. Und dann habe ich hier mal runtergeguckt. Und wenn ich genau hinsehe, geht es da richtig tief runter. Hier sind noch irgendwelche Zusatzwege, sehr gefährlich, aber da unten ist auch irgendwie. Na, ich. Ne, es ist vielleicht kein Lichtschein, das ist dieser neue Höhlenlichteffekt, ne? Bläuliches Licht so. Aber es geht natürlich richtig weit runter. Da könnte man natürlich schon so ein bisschen vielleicht Lava finden und Obsidian und sowas. Da bin ich natürlich hinterher. Schwerstens. Wobei, dann müssen wir natürlich noch Glück haben, wenn wir mal wirklich in den Nether kommen, dass der dann auch echt cool ist, ne? Dass wir dann auch wirklich so eine Burg da finden und alles. Denn sonst sieht's schlecht aus. Vielleicht mal den Bereich da unten noch so ein bisschen. Oh! Da ist sie ja auch! Da ist sie ja auch! Ja, kommst du! Ja, da bist du ja auch! Blödes Viech! Wo kam die jetzt denn her? Ich hab die ganze Zeit gehört. Ich kann doch nur von oben irgendwo. Oh, hallo? Oha! Jetzt habe ich gedacht, ich werde beschossen. Ey Leute, überarbeitet die Sounds bitte. Nicht alle, aber manche sind echt eine Katastrophe. Ja, also da kann ich mich nicht dran gewöhnen. Das klingt merkwürdig. Wobei, ich habe ja sowieso so die Idee, irgendwie auch mal eigene Sounds irgendwie so einbauen zu können, aber wir mal gucken, ob es so ein Mod gibt oder irgendwas, ne? Ja, das ist auch nur alles wieder unheimlich viel Arbeit und ihr lästert dann halt nur und findet das dann doof oder so. Hallo? Schaffe ich den? Ah, scheiße, hinter mir ist so eine Stufe. Da ist auf jeden Fall noch eine ganze Menge hinten. Hinten unten. Ist denn hier noch irgendwo? Ach, guck mal hier. Oh. Da war die versteckt, die Spinne. Da ist es so hell, weil ich da schon war, oder warum? Oh Mann, das gefällt mir hier nicht. Das ist aber scheinbar offenbar, ist das aber irgendwie wahrscheinlich auch, ne? Im Weg nach unten, ja, das ist klar, das ist hier schon der nächste Gang. Sehr interessant. Ja, ist aber nicht schlecht, dass wir hier jetzt hier schon so einen anderen Zugang gefunden haben. Man braucht ja schließlich für alles auch einen gewissen Zugang. So, immer ein paar Stufen. Ah! Nein! Ha! Mistkerl! Mistkerl! Ich habe mich voll erschreckt, ne? Ich bin hier fast vom Stuhl gefallen. Das muss aber. Aber nee, du. Gut, die Stelle finde ich wieder. Die Stelle finde ich auf jeden Fall wieder. Ich habe immer, ich brauche dringend hier oben auch mal ein bisschen Reserve. Ich habe wieder überhaupt nichts da. Nur Glas von der Haushalt. Kann ich jetzt, ja gut, da muss ich jetzt eben trocken runter und alles wiederholen. Meine Güte nochmal. Das war der Hammer, also. Ganz locker. Dann bin ich hier lang. Wo kam der denn auch her? Kam der denn auch her? Da unten kam der her. Ja, super. Haben wir das auch geklärt und dann machen wir mal schön schnell davon. Irgendwie, jetzt kommt ja gleich einer von hinten. Komm, komm mal her, komm. Pfeil da, Bogen irgendwie. Nee, nicht nix, ne? Oh.
Ja, okay, boah. Wird aber jetzt hier wirklich von allen Seiten angegangen. Na? Da ist er da unten. Ja, komm du mal hier in die Ecke. Genau, das finde ich gar nicht schlecht. Man muss die auch mal da irgendwo in eine Falle locken. Sehr schön. Wieder einer weniger. Ah, ist natürlich auch wirklich... Ach, das ist natürlich super unsicher hier alles noch. Bringt jetzt auch nichts. Ihr habt gesehen, diese tiefe Stelle, ne? Ich renne mal eben hoch. Ich brauche mal eben kurz eine kleine Ruhepause zum Durchatmen. Wobei das hier natürlich wahrscheinlich auch nicht so wirklich sicher ist, aber gut. Puh. Sortieren. Nicht nur mich selbst, sondern auch mein Inventar. Es ist ja nichts Schlimmes passiert, aber es ist doch eine aufregende Geschichte immer wieder. Mein Bogen ist auch weg, ne? Mein Bogen ist weg, der muss dann auch irgendwo liegen. Die Pfeile sind noch da. Ja, dann aber schnell. Dann aber schnell, also, der Bogen ist nun wirklich kostbar. Den werde ich nicht so schnell wieder... Zumal diese blöde Spinne vorhin nichts gedroppt hat, ne, wenn ich mich richtig erinnere. Oder die Spinnenfäden liegen da auch noch. Ja, das ist natürlich alles eins hier. Das geht hier rum, der Gang, der kommt hier wieder raus. Da liegt doch auch mein Bogen. So, und jetzt müssen wir mal gucken, ob die Saftsäcke nicht wieder da angekommen. Und da ist noch eine Axt. Aber wie schön man dann hier auch runterkommt, das ist natürlich das Schöne daran hier jetzt, ne? Auch dieses Gehoppe hier, das haue ich jetzt erstmal weg. Da verpeilt man sich nur und verkeilt man sich. Ja, wunderbar. Da oben ist auch noch irgendwie komisch, ne? Das ist irgendwie komisch da oben. Das ist okay. Das Wasser. Kann da auch noch was angeschwommen kommen? Ja, aber sicher, ne? Aber sicher. Dann machen wir jetzt eigentlich mal Folgendes. Mal eben hier so ein Erdblock vor, dann ist das hier schon mal, da kommt ja schon nichts durch. Eine Spinne vielleicht, aber irgendwie habe ich vor denen nicht so wahnsinnig viel Angst. Meistens komme ich mit denen doch ganz gut so per Du. Wo wir schon mal hier sind, ne? Alles mal mitnehmen. Bisschen aufhauen, das wird alles etwas übersichtlicher. Ich bin jetzt schon fast euphorisch, weil ich da runter will. Aber das ist mir hier noch zu gefährlich. So, da sind wir angekommen. Dann brauchen wir hier noch ein paar Fackeln. Da ist auch noch irgendwie Schacht. Sehr gefährlich. Sehr gefährlich, Leute. Sehr gefährlich, was wir hier wieder machen. Wo geht es denn hier lang? Geht es sogar nach draußen? Kann das sein? Sackgasse. Okay. Weg geklärt, das ist schon mal gut. Und die Kohle, die schadet auch nicht. Mal eben die Ecke hier weg und dann von hinten nach vorne so durcharbeiten. Dann kann man besser sehen, ob sich was nähert. Jetzt habe ich noch 5 Fackeln. Ja, ist nicht so viel. Machen wir mal ein paar. Können wir da alles erledigen? Komm. Ah, viel Kohle, das ist gut, das ist sehr schön. Komm, dann machen wir aber jetzt hier mal noch ein bisschen was. Da machen wir jetzt aber hier noch ein bisschen was. Da machen wir jetzt aber hier noch ein bisschen was. Alles, was geht hier. Zack. So, guck mal, jetzt haben wir ja mal wieder ein bisschen Fackeln dabei und das ist doch alles nicht so schlimm. Ne? Wir haben aber nicht so viele Hacken da. Ach, die ist ja auch schon fast wieder kaputt. Da erschrecke ich mich dann gleich wieder. Nee, komm, da müssen wir... Das hat keinen Sinn, jetzt da runter zu klettern.
Da müssen wir erstmal noch die Hacke hier verbrauchen, am besten. Ich mache mal hier direkt weiter, ist doch relativ sicher, das war es auch schon, okay. Okay. Gut, hier ist eigentlich jetzt hell genug. Über uns waren wir dann auch schon. Dann machen wir jetzt hier mal ein bisschen weiter. Hier sind die Creeper hergekommen vorhin. Da ist es hell. Oh. Mine. Ah! Treffer. Volltreffer, Leute. Das ist ja. Ja, das ist ja heldenhaft. Das ist ja. Obwohl, das scheint schon alles zu sein. Wenn das jetzt hier eine Mine ist, dann eine richtig große, dann fresse ich einen Besen. Ah, da geht's noch ein bisschen weiter. Boah, wir haben eine Mine gefunden. Boah, knapp, ne? Oh, die geht aber in alle Richtungen weg. Okay. Ein bisschen vorsichtig. Eigentlich ist es hier relativ hell. Ah, da wird's dunkel. Da hinten sehe ich schon in den Gang. Okay. Spinnenweben. Ich warte mal noch ein bisschen, bis ich mich hier sowas geheilt habe. Ja, das können wir alles nicht mitnehmen. Ich habe ja jetzt hier keine Hacke mehr. Apropos, das ist natürlich nicht so schön, weil ich dann auch nicht mehr so gut hier rauskomme. Gut, da muss ich mir. Gut, das nützt ja alles nichts. Ich brauche erstmal eine neue Hacke. Das nehme ich. Das lasse ich mir jetzt nicht entgehen. Das lasse ich mir nicht entgehen. Ja, hier wird erstmal noch ein bisschen Schiene mitgenommen. Können wir überhaupt nicht gebrauchen, aber ich liebe ja Eisenbahnschienen. So, jetzt hier mal wieder raus. Alles ja sehr cool. Das ist so schöne Sache jetzt hier. Na gut, Schilder brauche ich auch noch nicht aufstellen. Offenbar finde ich mich noch so ganz gut zurecht. Schwuppdiwupp. Okay. Was habe ich gesagt? Werkzeug. Werkzeug, genau. Sonst noch was? Ja, dann noch hier ein bisschen weitermachen. Ich habe gerade überlegt, ob ich jetzt zur Mine nochmal gehen soll oder runterkletter in diese Tiefe. Eine Schippe möchte ich gerne auch dabei haben. Und dann müsste ich mir jetzt auch wirklich noch eine zweite Kiste bauen. Das hat sonst keinen Sinn. Das hat sonst echt keinen Sinn. Ich würde doch dann dauernd hier irgendwas riskieren. Und nur weil ich hier schon die Kiste voll habe, mache ich das mal lieber so. Das kann ja. Das kann man vielleicht zur Hälfte mitnehmen. Das kann man auch. Holz sollte man auch mal ein bisschen mitnehmen. So. Ja, hier. Ah, dann nehmen wir den kleinen Zipfel Kohle mit. Das ist wertvoll. Das ist alles wertvoll. Oh. Haben wir noch ein bisschen Essen da? Essen ist nicht schlecht. Ja? Die Schienen natürlich hier lassen. Haben wir noch ein bisschen Essen in der Kiste? Yo. Gut. Alles klar. Ja, den brauchen wir hier nicht. Gut, dann machen wir uns nochmal runter. Ja, ich wollte eigentlich mal wieder ein bisschen Haus bauen gehen, ne? Aber das ist natürlich völlig dazwischen gekommen, weil ich hier abgestürzt bin und diese Höhle entdeckt habe. Und mein Gott, die kommt uns natürlich wie gerufen, wenn die jetzt auch eine Mine hat und da so ein tiefes Loch, ne? Komm, ich laufe zur Mine. Ich guck dann nochmal kurz rein.
Wo war das hier unten noch so ein bisschen? Vielleicht hier mal lang. Obwohl, vor den Giftspinnen habe ich ein bisschen Angst, ne? Das ist ja nicht so angenehm. Hier könnte vielleicht mal eine Fackel hin, damit da nicht unnötig viel Zeug. Schön, das kann man sich alles abbauen und als Ressourcen verwenden. Warum nicht? Mal gucken, was die Mine hier noch so hergibt. Ob wir die noch irgendwie für tolle Sachen gebrauchen können. Wenn die jetzt keinen Spawner hat und so, dann. Oh, hoppla. Dann können wir sie auch irgendwie abreißen und die Materialien selber verwenden. Hoppla. Nicht schlecht. Okay. Obwohl man sich dann ja hier auch eine Minenbahn legen könnte. Aber gut, ich nehme es erstmal mit. Was ist denn das da vorne? Oh, hier wird es aber jetzt unübersichtlich. Gang rechts, Wasser links. Spinne. Hahaha. Wie macht man das mit den Giftspinnen? Ist das eine Giftspinne? Ja, muss doch, ne? Aber da muss doch auch ein Spawner sein. Ah. Das ist so eine, ne? Ne, es ist nur normale. Das ist meine, das ist eine von meinen. Spinnenauge. Ah, hallo, das ist aber eine große Mine. Das ist eine große Mine hier, Leute. Sowas schon mal gesehen? Ich bin mir sicher, dass über mir vielleicht gerade irgendwie was lang geht. Ich habe nämlich Schritte gehört, aber das waren nicht meine. Boah, das ist ja cool hier. Okay, aber dann würde ich mal sagen, in der nächsten Folge haben wir nicht genug Zeit, uns das hier näher anzugucken. Oder vielleicht doch mal in die Tiefbohrung darunter, also diesen tiefen Schacht runter zu klettern. Vielleicht. Ist immer sch. Ah, eine Kiste, guck mal. Was finden wir denn hier? Das sage ich euch nicht. Aber in der nächsten Folge. Da schauen wir in die Kiste rein. Dahinter ist auch noch irgendwie was. Hallo, da ist wieder dieser große Raum. Mit dem ist auch irgendwas nicht in Ordnung. Ne? Also, nächste Folge wird nochmal spannend. Ganz gewiss, ne? Also bis dann. Macht's gut.